Ich zeige euch heute, wie man einen Gleitschirm verpacken und wieder aus dem Pack rausnimmt. Und zwar mit einer Sossis. Und das, was wir hier vor uns haben, das ist ein Geo. Das heisst, er hat eine Streckung 5 mit recht gedrungenem Mass. Das heisst, er hat viel Flügeltiefe und relativ wenig Spannweite. Und zwar haben wir hier so einen Concertino-Bag. Auf der einen Seite ist die Eintrittskante, auf der anderen Seite sind die Traggurte drin. Ich tue es jetzt gerade noch her, weil wir hier vom Platzbedarf her so arbeiten können, dass es gäbiger geht. Wir haben dazu eine Möglichkeit, um ihn aufzutun, dann würden sie durch ab aufzutun. Das ist die falsch. Ich nehme also den Schlitten, der unten anfängt. Und jetzt hier unten. Da hat der Packschlauch, der Concertina, die Möglichkeit, dass der Traggurt eben da in diesem Sack drin ist. Wenn ich es hier rausziehe, nachher weiss ich schon, ich habe kein Durcheinander im System. Die Traggurte selber sind noch ineinander reingestossen, dass wir eigentlich wie eine doppelte Sicherung haben. Und dann sind wir so weit parat, dass wir den Schirm dann wirklich auseinandernehmen können. Ich mache ganz wenig auf, rechts wie links. So, dass eigentlich die Leine, die ich beim Verpacken draufgelegt habe, da der Leinenbund, wenn wir jetzt hier einfach auseinanderziehen, dann ziehen wir die Leine so in dieser und dieser Richtung und es gibt ein Scheibe durcheinander. Man hat Knöpfe, man hat Verschlaufungen drin und um dem entgegenwirken, fange ich jetzt von da unten her an, nehme den Traggurt und jetzt lupfe ich als allererstes die Leine zum Schirm aus. Und wenn ich es so auflupfe, dann kann ich nämlich dazu mit ein bisschen schütteln, bringe ich es fertig, dass man sieht, dass dazu kein Durcheinander mehr hat. Wir haben keine Verschlaufungen mehr. Und ab jetzt gehe ich hinterher, tue die Leine hier heranlegen, wo ich dann auch starten will. Dann wird der Schirm auseinandergezogen. Und erst jetzt, eben nicht vorher. Weil jetzt, seht ihr, dazu, da unten gibt es kein Durcheinander mehr, wir haben keine Leinennester mehr. Der Schirm wird auseinandergezogen. Im Feld ist natürlich ganz geöffnet, da in unserem Flugshop ist das nicht möglich. Die Leinen selber werden nach oben gezogen. Ich sehe schon, ich habe die eine und die andere Seite. Das ist separiert, ich kann es noch ausdrehen. Und wenn ich jetzt drauf schaue, sehe ich schon jetzt, ich habe keine Leinennester, ich habe keine grosse Krugel mehr. Die Leinen sind eigentlich so bereits sortiert. Beim Zusammenpacken ist es ja so, dass der Schirm am Gurtzeug eingehängt ist. Er kommt zu Boden und ich muss ja vom Ort, wo ich gelandet bin, wahrscheinlich im Landekreis in der Nähe, den Schirm zusammennehmen und an den Faltplatz laufen. Den Schirm zusammennehmen tue ich so, dass eine Leinenschlaufe nach der anderen ist. Ich habe ihn wahrscheinlich vom Buckel, so, dass ich mit den Füßen nicht an den Schirm raufkomme, dass er nicht dreckig wird. Dann muss ich ihn mal auf der Seite neu mit heranlegen. So, dass ich nämlich den Packschlauch, die Concertina, zu meinem Rucksack rausnehmen, zum Gurtzeug rausnehmen und parat machen. Und da lege ich die Concertina wieder heranlegen, so wie ich ihn einpacken will. Nämlich ist definiert, wo die Traggurte reinkommen, das heisst, auf der Gegenseite ist die Eintrittskante. Und jetzt nehme ich das ganze Paket noch einmal und lege es ganz genau mittig auf den Packschlauch auf. Die Leine muss ich nicht mehr extra sortieren. Ich lege es darauf auf. Und die Leine kommen jetzt mit auf den Gleitschirm hineingelegt. Die Gurte selber habe ich nie losgelassen. Solange ich die nicht loslasse, gibt es nämlich kein Durcheinander. Da unten, da haben wir jetzt den Sack. Damit es ringer geht, um in den Sack rein zu tun, tue ich einfach den Unterteil umlegen, tue es in den Sack rein. Da habe oben raus die Leine und der Traggurt bleibt im Sack. Man muss also nicht separat nochmal ein Täschchen haben. Und was man feststellen konnte, der Gleitschirm ist nie ganz ausgebreitet worden. Weil wenn er ausgebreitet wird, am Landeplatz, braucht man viel Platz.
Wir haben die Feuchtigkeit vom Boden, wir haben vielleicht den Staub, wenn man in Spanien fliegt. Und das wollte ich alles nicht haben. Und zudem, wenn er Kraft ist, dann darf er auch mal ein bisschen Wind blasen und es blasen wir ihn nicht fort. Wenn ich ihn ganz am Boden auslege und ich habe einen schönen Talwind, dann muss ich wirklich schauen, dass er nicht weggeblasen wird. Und wenn er so als Blumenköhle da liegt, habe ich mal das Problem nicht. Die Austrittskante ist gerichtet, die Leinen sind auf dem Schirm. Der Traggurt ist im Säckchen und jetzt hier oben. Da geht es jetzt darum, um den Rest zu richten. Es ist mir gleich, wo ich anfange. Da ist es jetzt gerade so, dass das die Mitte des Gleitschirms ist. Es ist jetzt Zufall, dass es gerade so schön da liegt. Aber was ich mache, ist, ich schaue, dass die Routen da von der Eintrittskante, egal ob es Plastikrötli sind oder die Stahl-Litinol, dass die möglichst flach und nachher aufeinander zu liegen kommen. Es braucht weniger Platz. Und die Routen, die sind nicht geknickt. Und ich mache es so, dass ich immer zwischendurch ziehe da. Und zwar das zwischendurch ziehen hat einen Vorteil. Die Routen, die ja ein bisschen härter sind vom Material her, genau da, wo es hart ist, wird es am ehesten schüren. Und bei mir kommen genau die Routen immer zwischendrin zu liegen. Das heisst, sie sind eigentlich geschützt vom eigenen Tuch, vom eigenen Schirm. Und so bin ich auch sehr schnell, um es aufeinander aufzulegen da. Das ist, wenn man es rauszieht. Auf der anderen Seite zeige ich es dann alternativ so, wie es aussieht, wenn man es anstelle von rauszieht, geht umgekehrt macht, nämlich hineindrückt. Das ist die eine Hälfte. Die tue ich jetzt so unterlegen. Das heisst, ich tue einfach definieren, ich tue es jetzt hier auf diese Seite drehen. Dass es nicht auseinanderrutscht, habe ich das Knie drauf oben. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, machen wir es genau umgekehrt. Das heisst, ich tue das jetzt immer reindrücken da. Das ist auch eine Möglichkeit, dass man es so macht. Weil es gibt Schirme, die haben da zwischen denen einen Steg, also ein Bändel. Da kann man es natürlich nicht rausziehen, es macht keinen Sinn. Tue ich es also so ummachen, tue es immer gegen reindrücken. Gibt auch ein schönes Päckchen. Es braucht von der Distanz her vielleicht ein bisschen weniger Platz, weil da ja der Stoffteil nicht mehr oben raus schaut. Und ich meinte, der Eintrittskante ist auch so genügend Beachtung geschenkt worden, dass sie nicht kaputt geht. Wichtig ist, bei so einem Schirm geht man davon aus, dass man im vorderen Teil Stäbli hat und hintendurch ist alles zusammen frei. Das heisst, kein Stäbli. Den zweiten Teil lege ich auch darauf auf, lege ihn wieder fixieren mit dem Knie und lege ihn jetzt gegen hinten, den Gleitschirm, ein bisschen zusammenraffen. Und jetzt kommt das von diesen Clip ins Spiel. Ich tue ihn also dazu mit dem Clip schliessen, meine Concertina-Bag, hier oben auch. Und wenn ich will, kann ich bereits jetzt anfangen, den Sack wieder zu tun. Eigentlich braucht es einen zweiten Reissverschluss, Schlitten gar nicht. Es reicht, wenn der da ist. Und ich bin einer, der am Startplatz gerne vorwärts machen, das heisst der Clip. Brauche ich nur, um den Sack jetzt beim Packen zuzutun. Und beim Verschliessen vom Reissverschluss mache ich den Clip bereits wieder auf. Einfach so, dass ich ein bisschen einen Vorteil habe am Startplatz. Packsack, die Sosis hat da noch einen Streifen mit so Mesh, mit so Netzli, so dass die Restfeuchtigkeit rausgeht. Wenn ich jetzt daheim bin und ich merke, da ist noch Restfeuchtigkeit drin, zum Beispiel weil ich im feuchten Gras zusammenlegen muss, nachher gehe ich daheim einfach auftun, tue ein ganz wenig auseinanderziehen, dass die Feuchtigkeit rausgeht, das langt meistens und gut ist. Bei diesem Packsack ist der Riemen bereits angenäht. Man kann ihn nicht verlieren. Das ist ein riesen Vorteil. Bei uns in der Flugschule haben wir es so gelagert, dass wir es drittelt haben. Das heisst, ich tue es halbieren. Und in diesem Bereich, da, wo die Eintrittskante ist, da haben wir ja die Stäbli, die Routen. Und der Knick, der jetzt kommt, ist nicht dort, wo die Stäbli sind, sondern
ist da, wo das Tuchmaterial weich ist. Ich drücke die Luft raus und ich mache ihn hier mit dem Riemen zu. Jetzt sind wir natürlich mit einem Packmass, das relativ gross ist. Vielleicht zu gross, um in ein Gestell rein zu tun. Oder es ist zu gross, für einen Gleitschirm-Wendegurt zu tun. Dann muss ich halt vielleicht hergehen und ich mache ihn klein. Ich mache den jetzt extra klein. Das heisst, ich tue einen Fünftel. Das ist der erste Fünftel. Das ist der zweite Fünftel, den ich hier habe. Und jetzt die Eintrittskante, wie gesagt, die Stäbchen sind hier oben. Das kann ich gut drehen, das merke ich, da ist es weich. Wenn ich das gleiche hier machen will, dann habe ich Widerstand. Nach den Stäbchen, die Luft rausdrücken, noch einmal halbieren. Jetzt ist das Ding gefüftelt. Ich brauche den Riemen wieder. Mache ihn zu hier. Und jetzt habe ich das mal ein super kompaktes Päckchen. Und das hat jetzt bei mir im Gestell sehr gut Platz. Zusammenlegen vom Schirm, der in der Klasse A, in der Klasse B ist, mit relativ wenig Flügelstreckung, viel Flügeltiefe, würde ich vorschlagen, das ist eine gute Idee, wie wir es jetzt gezeigt haben.